Willkommen zurück zu Deponia. Die erste Lösung war mal wieder total einfach, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Einfach die Zettel in den Ofen. Und dann werden die Schmierereien unserer Ex-Freundin schön abgefackelt. So, jetzt kochen unsere Socken schön und die können wir mit einer Gabel rausholen. Na holla, die Socke hat sich verfärbt. Oder auch nicht. Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein gutes Sockenpaar. Autsch, das ist ja... Ach, wirklich? Kann ich die nochmal rein tun? Was? Die sind doch gerade erst... So, und die Kammer öffnen wir mit den Plümpel. Jetzt haben wir nämlich eine Mausefalle und können die mit dem Proviant kombinieren. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Und schon haben wir eine schöne Falle für die Zahnbürste. Gut, gut, gut. Komm zu Papa. Herzen. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. So, und dann müsste das, glaube ich, jetzt vermutlich noch in den Koffer rein. Oder was? Oder kann ich jetzt einfach aus dem Haus gehen? Koffer packen. Mal guck, es fehlt ja ein paar Gold, das... Seitenschneider, warum auch immer, check. So, das Proviant. Proviant, check. Also irgendwie geht mir das Soundgeräusch da gerade von dem Kocher ein bisschen auf den Senkel. SFX, was ist denn SFX? Ah, der Kram. Okay. Jetzt ist das wesentlich angenehmer. Lampen. Check. Und die Zahnbürste. Zahnbürste? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Seitenschneider, Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Und ich wette, wir brauchen den doch. Das gibt eine Zerrung. Hey, Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel... Spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Jo. So, und wohin jetzt damit? Staufach, wa? Das Staufach ist zu. Na dann mach's auf. Das Staufach. Oh. Batterie. So, und nun? Koffer rein. Na geht doch. Aber was ist jetzt mit der Batterie? Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. So, und wohin jetzt damit? Da passt sie wohl nicht hin. Vermutlich nicht, nee.
Bedienungstafel. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Die Lunte müssen wir auch noch irgendwie anzünden. Das wird ein spektakulärer Abgang. Fragen wir ihn mal, oder? Ach, das ist Tonys Haus wieder. Da will ich ja nicht unbedingt rein. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben, mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Tja, ich habe dir ja gesagt, dass der Sitz zu viel Platz wegnimmt. Du nuschelst aber auch gewaltig. Wie du meinst. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also, packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal, ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ich mach mir... Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. So, probiere ich jetzt mal den Schraubenschlüssel da mit der Batterie irgendwie zu verbinden. Da muss nichts geschraubt jetzt werden. Jetzt werde ich nicht da oben sagen können. Den Sitz. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. China. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Die Batterie. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Auf der Batterie? Vielleicht? Da muss nichts geschraubt werden. Da muss nichts geschraubt werden. Okay, ich habe jetzt einen Sitz, den ich eigentlich nicht brauche. Zu. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Okay, hier können wir nichts mehr holen. Muss ich wohl scheinbar doch wieder in die Butze zurück hier. Aber diesmal gehe ich mal hier unten raus.
Chilischote. Autsch, heiß. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Wo ist denn Tils? Dann öffnen wir mal den Briefkasten. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Na, dafür haben wir ja den Schraubenschlüssel hoffentlich. Du solltest den eigentlich öffnen. Ein Sack, der klappt. Okay. Hallo, Hanek. Hi, na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten. Jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Also auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal eine Idee wegen der Batterie. Die dürfte theoretisch in den Postkasten passen. Ich hoffe es mal jetzt. Bitte, 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 bitte. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Muss ich erst anbohren oder was? Ah. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Na, dann machen wir das mal. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Wie mache ich das? Reset-Knopf. Wie bewegt's? Hey! Okay. Ah.
Gnarf. Jo! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Mein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Mensch, wieder mal äußerst freundlich. Jo, dann zünden wir mal die Lunte an. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossenbabetschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Klasse. So, ich mache dann auch mal wieder hier einen Aufnahmestopp. Okay, ja, Spitze, bedanke mich und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dann.